Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde des Frau Gusts, der Interviewreihe rund um die holde Weiblichkeit im heißesten Monat des Jahres. Und das kann man dieses Jahr mit Fug und Recht ja wirklich behaupten vom August. Damit es nicht auch der trockenste Monat des Jahres wird. Prost. Lustige Nebengeschichte. Mein Papa hat mir letztens erzählt, er hat sich gewundert, dass du schon lange kein Bier mehr nebenbei aufgemacht hast. Und als ob du ihn erhört hättest. Danke. Ja, alles für deinen Papa. Passt. Er leidet mit dir und der Austria ja so genug. Also wenigstens die kleinen Wünsche kann ich ihm erfüllen. Er freut sich über die Austria und ihre derzeitige Lage. Oh, der ist ja... Oh. Er ist ein Verirrter. Hervorragend. Aber er verirrt sich hoffentlich, wie die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, auch auf unserer Instagram- und Facebook-Seite und liked uns dort. Oder sogar auf die Patreon- oder Steady-Seite und spendet uns Treibstoff, damit wir Bier kaufen können. In Form von Euros. Ihr könnt uns natürlich auf TikTok folgen, wenn ihr uns tanzen sehen wollt. Oder einfach auf Spotify oder Apple iTunes uns Bewertungen hinterlassen. Auch da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns aber nicht nur darüber, sondern ich freue mich darüber, dass auch der andere da ist. Hi Flo. Hi Peter, der Richtige. Der eine. Wenn du der andere bist. Und noch viel, viel mehr freuen wir uns darüber, dass wir eine tatsächliche Expertin bei uns begrüßen dürfen, die Sandrina Illes. Hi. Hallo. Weil im Gegensatz zu uns gehst du nicht nur mit Halbwissen, sondern hast Dinge auch tatsächlich gelernt. Und wer die Sandrina noch nicht kennt, hört euch mal die Folge 107 an. Da besprechen wir sie, ihr Buch, ihren Werdegang und was sie denn sonst so tut. Aber kurz zusammengefasst, sie ist eine der besten oder die beste österreichische Duathletin. Eine der weltweit besten Duathletinnen, muss man sagen. War schon Weltmeisterin, war langjährige Weltranglisten-Erste. Das aktuelle Ranking habe ich mir angesehen und da, also meiner Lesart nach, bist du Zehnte, aber die Seite ist so komisch, dass ich das jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann und will. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht aktuell. Also ich habe jetzt dieses Jahr zwei internationale Rennen gehabt, die Weltmeisterschaft und die World Games. Und nachdem wir die World Games nur höchstens alle vier Jahre, aber vor vier Jahren, ich weiß jetzt fünf Jahren die Pandemieverschiebung, da waren zwar World Games, aber nicht der Tourbund mit dabei. Also ich weiß nicht, wie das jetzt dazu zählt. Und ja, also es ist auch die Saison noch nicht zu Ende und ich kann es gar nicht aktuell sagen. Okay, ja, ich habe das nur gesehen. Ich glaube, das ist auf der Triathlon-Seite. Genau, und dort sind irgendwie die ORG, ja, genau. Ja, das sind diverse. Auf meiner Seite habe ich es auch verlinkt, das kommt mir dann direkt drauf, aber ich schaue das auch selber nicht immer nach. Also so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Das ist ganz interessant, weil man halt eine große Datenbank hat, wo man auch seine Konkurrenten dann in Nennliste für neue Sendungen hat, wo man nachschauen kann. Also das ist eigentlich sehr praktisch. Und neben dem, dass du da eben ganz vorne mitspielst weltweit in deiner in deinem Spezialgebiet, also in dem Multisport, den wir alle am liebsten haben, nämlich Duathlon, bist du auch ausgebildete und praktizierende Biomechanikerin. Das stimmt, ja. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Laufanalysen, also sowohl von der messtechnischen Seite her als auch von der praktischen, also dass man dann einfach versucht, auch sie zu verbessern. Ja, macht mir sehr viel Spaß und es ist so ein großes Feld, also man lernt da auch einfach nie aus und jeder Mensch ist anders und immer wieder gibt es Situationen, wo man sich denkt, das hatte ich jetzt wirklich in all den Jahren jetzt so noch nie und das ist eigentlich spannend. Das wäre auch unser erstes und größtes Thema heute, nämlich Biomechanik im Allgemeinen, also so, was ist das, wofür braucht man das?
Und gibt's Spezialitäten jetzt da, also männlichen, weiblichen Körper, also jetzt nicht nur die augenscheinlichen und offensichtlichen Unterscheidungen, sondern jetzt da auch vom anatomischen, physiologischen Aufbau, von der Leistungsfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen, also was denn da alles so dazugehört. Vielleicht kannst du mal einen Überblick geben, was ist Biomechanik überhaupt? Ja, man kann das dann so in der Praxis einfach in unterschiedliche Bereiche aufteilen, also dass man sich zum Beispiel anschaut, dass die Physiologie angesprochen hat, Unterschiede zwischen Mann und Frau, das ist halt eher so auf chemischer, stoffwechseltechnischer Ebene, also die Biomechanik beschäftigt sich ganz viel mit Hebelverhältnissen, also es macht einen großen Unterschied, ganz hart formuliert, hat jemand lange Gliedmaßen und einen kurzen Rumpf oder lieber umgekehrt. Also bei Frauen ist es halt so, dass die im Verhältnis zu ihrem Rumpf eher längere Gliedmaßen haben, was andere Hebelverhältnisse mit sich bringt. Und zum Beispiel auch bei Sportgeräten sehr wichtig ist, also am Rad ist es so, dass eigentlich, als ich mit dem Touren angefangen habe, dass es teilweise noch echt schwierig war, passende Rahmen zu finden. Ich meine, ich bin jetzt 71, 72 groß. Also ich bin jetzt gar nicht besonders klein, also eigentlich überdurchschnittlich groß als Frau. Und da war es aber echt wirklich schwierig, für einen relativ kurzen Rumpf und lange Beine einfach eine passende Geometrie zu finden. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Also das ist eben der eine Punkt, dass die Hebelverhältnisse im Durchschnitt, also es gibt natürlich dann auch Frauen, die dann doch einen längeren Rumpf im Verhältnis zu den Gliedmaßen haben und Männer zu relativ lange Beine zum Beispiel haben. Aber im Durchschnitt ist es einfach so, dass kürzeren Rumpf längere Gliedmaßen haben. Das war früher relativ schwierig, der Markt hat ein bisschen darauf reagiert, aber die Beratung hat oft nicht darauf reagiert und ich würde sagen, also es ist häufiger so, dass man Frauen auf unpassenden Rahmen sieht als bei Männern, dass man sich denkt, okay, da hat wirklich die Beratung gar nicht. Ja. Dass ich da kurz einhake, aber ist das dann, heißt das, wenn ich jetzt 1,71 wäre und ich würde in ein Radgeschäft gehen und würde einen dafür entsprechenden Rahmen bekommen, würde der mir passen und du als Frau, weil das Rumpf-Bein-Verhältnis anders ist, wäre dann unpassend. Kann ich das so verstehen? Ja, also es ist sogar ganz absurd, es gibt eine Formel für die Berechnung der Rahmengröße, die Innenbeinlänge, also im Grunde wie lang ist das Bein, heranzieht dafür, wie lange der Rahmen sein muss. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wie sitzt ein Radfahrer am Rad, dann ist es so, dass die Rahmenlänge vor allem eigentlich von der Rumpflänge bestimmt wird. Und wenn ich jetzt sehr lange Beine habe und einen kurzen Rumpf und bestimme die Rahmengröße anhand der Beinlänge, dann haben wir ein Problem. Also, dann sitzt du sehr, sehr gestreckt drauf, wenn du das richtig als Frau sehe. Meistens sehr, sehr gestreckt, was dann halt ganz klassisch einfach zu Rückenschmerzen führt, schlechte Kraftübertragung und das macht ganz simpel einfach dann keinen Spaß am Radfahren hat. Ja. Wenn ich es jetzt richtig übersetze, als Läufer beim Radfahren nur so halb bewandert, das würde bedeuten, die Innenbeinlänge ist interessant für den Abstand Kurbel zu Sattelhöhe, und die Rumpflänge ist wichtig für Sattel zu Lenker, also Oberrohrlänge. Genau, richtig. Also man schaut sich dann eigentlich Step and Reach an, also weil das nämlich direkt von der Drehlage gemessen wird, also Drehlage vorne zum Steuerrohr, beziehungsweise nach oben zum Steuerrohr, weil ja die Sattelhöhe, also wie weit ich die Sattelspitze ausschiebe aus dem Rahmen, dann auch wieder einen gewissen Setback, also ein nach hinten Verlagern vom Sattel. Ja, aber das Wichtige ist jetzt, also es soll sich jetzt keiner abschrecken lassen, das Wichtige ist einfach, bitte nicht Rahmen nach der Innenbeinlänge kaufen, bei Männern funktioniert es oft noch eher, außer sie haben untypische Proportionen für einen Mann, bei Frauen funktioniert es seltener. Ja.
Man braucht da jetzt nicht auch einen eigenen Damenrahmen. Die sind halt meistens preis-leistungstechnisch auch ein bisschen schlechter. Und Radl vor einem Damensattel, wo beide Beine auf einer Seite sind. Das gute alte Doppelpedal. Ja, sowas habe ich noch nicht gesehen, ja. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, Herrenrahmen, es sind einfach Unisex-Rahmen. Aber man muss sich halt wirklich die passende Größe raussuchen. Und leider ist es so, dass die Beratung da ganz oft noch überhaupt keine Rücksicht brauchen. Und eben der Bereich Biomechanik da auch bei der Beratung anscheinend nicht so beachtet wird und dann eher der leichtere Weg gegangen wird, dass man sagt, okay, wir haben dann halt, weil es eine Dame ist, haben wir halt einfach einen Damenrahmen, ein Damenmodell und dann wird es halt schon passen. Ja, aber das hört man ja öfters, glaube ich, dass die Forschung oder das, was dass es ist auf Männern geforscht wird und dann auf Frauen quasi 1:1 umgelegt wird. Das ist irgendwie, das höre ich jetzt da auch so ein bisschen raus. Ich meine, wie du sagst, das ist manchmal auch für Männer nicht optimal, aber da ist quasi, da wischt sie meistens noch eh richtig und die Frauen fliegen da halt dann irgendwie durchs Raster, oder? Naja, bei Männern wird das Ganze halt einmal hochgezogen, so wie man das kennt, und da wird man geformt in den ersten paar Tagen der Welterschaffung und dann werden halt die 6% Rippe rausgerissen und daraus wird dann die Frau gebaut. Also das hat schon alles seine theologischen Grundlagen irgendwo. Wissenschaftlich eher nicht so. Ja, ich bin da eher auf der Seite der Naturwissenschaft und kann mit Glauben wenig anfangen. Also in der Wissenschaft gibt es die Hypothesen, wo man sagt, die überprüft man. Hypothese gegen Hypothese. Mit dem Glauben habe ich es da nicht so. Manches ist natürlich einfach auch Erfahrung, das kann man jetzt nicht auf genau dann wirklich belegen alles. Ja. Was man halt schon noch sagen muss, es ist einfach ein marktwirtschaftliches System. Also wenn große Käuferschicht aus der männlichen Hälfte der Bevölkerung kommt, dann wird auch hauptsächlich für Männer produziert und entwickelt. Das ist jetzt per se noch nicht verwerflich. Was ich halt schade finde, wenn es Beratung gibt, dann sollte halt doch darauf Rücksicht genommen werden, dass immer mehr Frauen auch sich Fahrräder kaufen und das natürlich extrem abschreckend ist, wenn ich viel Geld ausgibt für ein Fahrrad und man macht sich keinen Spaß, weil ich aufgrund der falschen Rahmenbedingungen dann eben zum Beispiel Rückenschmerzen bekomme. Ich meine, meine ersten Fahrräder waren alle zu groß und da bin ich wirklich nicht alleine damit und es ist jetzt doch oft noch so, wenn ich irgendwo auch ohne dass ich Beratung möchte, aber ich habe irgendwo ein Bild gepostet und dann gibt es sicher einige, die schreiben, ja, aber das ist doch von der Einstellung ganz falsch, wo ich nicht einmal oben sitze auf diesem Rad. Weil es einfach so ist, dass meine Anthropometrie anders aussieht als von einem durchschnittlichen Mann und deshalb auch dieses Fahrrad dann von der Einstellung her erstmal vielleicht auffällig aussieht. Ja? Wenn man mich dann oben sitzen sieht, dann sieht man wahrscheinlich, okay, ist halt eine sportliche Geometrie, aber das passt zusammen. Also was ich im Hinterkopf habe, das hat jetzt damit Rad, ich weiß nicht, ob es auf Rad auch umlegbar ist, aber ich glaube, zu so allgemeiner Sportforschung, das ist sehr wusa-wusa und man möge mich nicht auf das Wort festlegen, aber ist der Anteil der Papers, die es zu frauenspezifischen Dingen gibt, kleiner 10%. Also es gibt einige Unisex-Dinge, wo es einfach, sagen wir mal, wurscht ist, aber wenn speziell auf was geforscht wird, dann sind es eher männliche Probanden, als dass es wirklich auf weibliche Dinge losgeht? Also in der Wissenschaft ist es halt vor allem bei Längsschnittstudien, also wenn man sich eine Sache über eine längere Zeit ansieht oder in der Interaktion und die Wirkung davon ansieht, ist halt das Problem, dass ich bei Frauen immer diese Schwankungen mit dem Zyklus mit dabei habe und dass das auch bei vielen biomechanischen Fragestellungen durchaus Einfluss haben kann. Weil zum Beispiel die Bindegewebsfestigkeit, also wir haben jetzt vorher viel über Anthropometrie, also Hebelverhältnisse gesprochen, aber es kommt dann auch noch dazu, wie stabil sind meine Gelenke, zum Beispiel durch das Bindegewebe, die Faszienstrukturen. Und das ist halt beim Mann
auch bis zu einem gewissen Grad trainierbar. Also es entwickelt sich über das Leben, aber es ist einfach nicht mit den starken hormonellen Schwankungen unterworfen, wie das bei Frauen ist. Was heißt, also was hat das mit Mechanik zu tun? Also wenn ich jetzt eine doof frage, also das Hebel und Mechanik ist mir klar, aber Bindegewebsstärke? Naja, die Materialfestigkeit, also überhaupt Materialwissenschaft an sich, ist halt auch ein Teil der Biomechanik. Okay. Wenn ich jetzt eine Bewegung hernehme, wird die auch nicht allein durch Muskulatur erzeugt, sondern auch ganz stark über unser fasziales System, also diese festen Bindegewebshüllen, die wir um die Muskeln herum haben, die dann in Zähnen, Verbandsstrukturen münden und die Energie auch speichern können. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Strand hüpfst, dann ist es so, wenn du landest, ohne dass du jetzt einen Muskel anspannen musst, gibt es einen gewissen Federeffekt. Also das heißt eine Energiespeicherung in deiner faszialen Struktur. Und das macht einfach einen Riesenunterschied, ob diese faszialen Strukturen relativ starr sind, ob sie elastisch sind, ob sie viele Energie speichern können oder ob sie wenig Energie speichern können, ob du hypermobil bist, ob dein fasziales System überhaupt einfach erst sehr, sehr spät, also bei einer starken Beugung anspringt sozusagen, oder ob das schon, wenn du nur leicht in die Knie gehst, total stark einfach vorgespannt wird. Und da gibt es halt große Unterschiede zwischen Frau und Mann. Also Frauen sind öfters hypermobil, also sind tendenziell beweglicher als Männer, aber es schwankt eben auch unter dem Zyklus. Ganz extrem ist es in der Schwangerschaft, also bei der Geburt muss man natürlich wieder sehr, sehr weich und dehnbar sein. Das haben wir bei Männern alles nicht. Und das ist sicher auch mit Schuld daran, dass man einfach Frauen bei manchen Fragestellungen, vor allem wenn man ein Thema jetzt zum ersten Mal erforscht, dass man Frauen erst einmal ausschließt als Probanden und sagt, okay, wir schauen uns das einmal an, ohne diesen hormonellen Einfluss. Und idealerweise würde man danach, wenn die ersten Ergebnisse da sind, das Ganze dann halt ausweiten und sich anschauen, wie sieht das Frauen aus, wie sieht das auf Männern aus und vielleicht sogar, dass man das mit Hormonbestimmung macht. Aber das wird dann halt sehr, sehr komplex und es ist die Frage, ist es für die Fragestellung überhaupt wichtig? Aber es bringt natürlich das Problem mit sich, dass man nicht alles so einfach übertragen kann auf Frauen. Also wir im Studium haben das eigentlich überhaupt, da war das jetzt kein Thema, dass man gesagt hat, Frauen haben vielleicht ein bisschen eine andere Biomechanik sozusagen als Männer. Ich muss aber auch sagen, dass die meisten Studien, die ich kenne, da wurden Frauen nicht ausgeschlossen, aber es wurde halt schon gesagt, ja, so und so viele Frauen, so und so viele Männer, dieses Alter, also das wurde halt entsprechend aufgeschlüsselt, aber dass Frauen ganz ausgeschlossen worden sind, kenne ich von wenigen Bildern. Nur um das für mich so ein bisschen im Kopf zusammenzufassen. Also weil zuerst hatten wir so Hebelwirkung und da war irgendwie der Rahmengröße und da ging es halt irgendwie, also, wenn wir jetzt beim Rad bleiben, so ein bisschen auch um Komfort. Und jetzt sind wir aber Moment, darf ich da ganz kurz einhaken beim Rad? Ja. Merkt ihr das bitte? Beim Rad, und zwar, sonst passt es nicht mehr dazu, beim Bikefitting, nachdem da ja offenbar viele Bikefitter in diversen Stores dann nicht noch mit auf die verschiedenen Körperbauten eingehen, ist der bessere Weg, zuerst zu einem Biomechaniker hinzugehen oder einer Biomechanikerin, sich quasi vermessen zu lassen und dann ins Geschäft zu gehen und sagen, hallo, das brauche ich bitte. Ja, also ein echtes Bike-Fitting, das ist ähnlich wie Laufanalyse beim Laufschuhkauf, ja, also eine wirklich umfassend solide Beratung muss in Wahrheit vom Kauf losgelöst sein. Ja, also dass ich einfach zuerst schaue, was ist der Status quo, was brauche ich. Ja? Weil man muss realistisch sein, wenn man es solide macht, je nach Methodik und ob es jetzt eben rein beim Radfahren darum geht, dass ich eben ein korrektes Rad setze oder ob ich auch Dinge dazu mache, wie Trägtechnik und so weiter, oder beim Laufen geht es um Schuhberatung, dann möchte ich auch die Lauftechnik verbessern. Also
Das schwankt natürlich vom Umfang, aber wir sind da schon in einem Bereich, wenn ich auch mit Muskelfunktionen mir anschaue, das geht deutlich über eine Stunde hin. Ja. Und das muss ich natürlich auch zahlen. Das ist nicht abgedeckt mit nebenbei mal eigentlich kostenlos 10 Minuten mal schauen. Also da würde ich wirklich differenzieren. Ich meine, bei den sehr hochpreisigen Rädern, also wenn man jetzt 10.000 Euro für ein Rad ausgibt, dann würde man natürlich schon erwarten, dass das inkludiert sein kann. Aber das Problem ist halt, wenn das Know-how nicht da ist, ja, beziehungsweise auch wenn ich mir nicht extra einen Termin dafür ausgemacht habe, weil wenn das eine umfangreiche Dienstleistung ist und es kommen 5 Kunden gleichzeitig rein und fragen, bitte, was brauche ich für eine Rahmengröße, kann das Geschäft das einfach auch nicht leisten. Ja. Es gibt aber schon Geschäfte, die beides anbieten, aber eben dieses Bikefitting ist dann wirklich eine eigene Dienstleistung. Und da sind die Ergebnisse sicher im Durchschnitt deutlich besser, als wenn ich jetzt einfach so ins Geschäft gehe und sage, das hat mich irgendwie gekostet. Aber irgendwie ist es, weil ich denke mir immer, Wenn ich das jetzt, ich habe auch verstanden, natürlich ist es was ich jetzt nicht erwarten würde, dass im Kauf inkludiert ist, aber wenn ich jetzt als einer bin, der sich noch gar nicht auskennt und zum ersten Mal quasi ein Fahrrad kaufen will, wäre es jetzt dann irgendwie unvorteilhaft, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufe und dann bin ich beim Bikefitting und dann sagt er mir, das Fahrrad passt ja eigentlich ganz überhaupt nicht. Reicht dann schon auch das, was die dort machen, dass das zumindest, wie soll ich sagen, der Rahmen jetzt nicht ganz falsch ist, weil wenn dann rauskommt, er ist nicht einmal gefährliches Halbwerk. Ja, das Problem ist ja, dass der Rahmen meistens falsch ist. Also meine ersten Räder, die ich hatte, habe ich dann halt schließlich verkaufen müssen, weil sie mir zu groß waren. Damit bin ich nicht alleine. Feinheiten kann man immer nachjustieren, ja? Aber wenn der Rahmen einfach schon gar nicht passt, dann passt er nicht. Und dann kann man Ja. Und das ist im Grunde beim Thema Laufen ist es genauso. Also ich würde nicht empfehlen, sich zuerst Laufschuhe zu kaufen und dann anzuschauen, okay, was brauche ich überhaupt für Laufschuhe? Der finanzielle Einsatz ist natürlich ein anderer. Also für einen Laufschuh gebe ich 200 Euro, vielleicht ganz hochpreisig, gebe ich 250, 300 Euro aus. Beim Rad reden wir davon ganz, ganz anderen Summen. Ja, Nuller hinten dran, mindestens. Ja, richtig. Aber das heißt, du würdest schon empfehlen, quasi, wenn ich den Radsport dann durchaus ein bisschen seriöser betreiben will und ich mir jetzt kein 500-Euro-Radl kaufe, damit ich in der Stadt herumfahre, dass ich mir zuerst ein Bikefitting gönne, mir schaue, was ich eigentlich brauche und dann mit den gewonnenen Daten irgendwie dann erst hausieren gehe. Ja, also wenn ich jetzt jemanden zur Hand habe, der mich so im Privaten ganz gut berät und ich vielleicht auch ein paar unterschiedliche Größen ausprobieren kann, dann ist das sicher sehr, sehr gut investiertes Geld, weil es eben diese Folgekosten durch falsche Kaufentscheidungen erspart auf der einen Seite, aber natürlich auch den Einstieg in die Sportart erleichtert, weil man dann einfach diese Probleme durch nicht passendes Material nicht bekommt. Womöglich Physiotherapie, die dann notwendig ist. Weil außerdem muss ich das ja nur einmal machen, oder? Also prinzipiell für die Rahmengröße an sich oder die Rahmenproportionen, wenn man nicht mehr wächst, wird sich das im Wesentlichen nicht ändern. Ja. Wenn es jetzt geht um Feintuning, also es ist halt auch so, es gibt jetzt nicht die eine perfekte Sitzposition für einen Radfahrer, sondern es hängt eben auch jeder Faktor an, auch wie Beweglichkeit ich auch trainieren kann. Also die Hebelverhältnisse werden sich nicht ändern, aber ob jetzt jemand zum Beispiel im Hüftbeuger mehr oder weniger beweglich ist oder in der hinteren Beinkette mehr oder weniger beweglich ist und deshalb einen anderen idealen Arbeitsbereich auch hat. Ja. Das ist etwas, was sich entwickelt und dadurch ist es halt schon, kann schon sinnvoll sein, dann auch mal so einen zweiten oder dritten oder vierten zu machen. Wobei man da in diesem Bereich dann auch natürlich viel selbst experimentieren kann. Ja, also es ist immer die Frage, was traue ich mir selber zu? Ja. Ja, aber das eine ist ja, wenn ich sage, ich möchte, weiß ich nicht, öfter als einmal im Monat auf einem Rennrad sitzen und das möglichst ohne Schmerzen, dann mache ich das einmal und dann habe ich ein Radl, das mir
sagen wir mal, relativ gut passt, also für den Anfänger oder die Anfängerin. Und wenn ich sage, ah, na, ich will ja sowieso entweder oft Rad fahren oder ich will Zeit fahren oder ich will Duathlon machen oder Triathlon machen oder keine Ahnung, und ich habe dann ein Rennrad und ein Zeitfahrrad und so weiter und so fort und ich möchte meine Aeroposition verbessern oder keine Ahnung, dann, ich glaube, dann investiert man, also wenn man sagt, wie nennt man das dann, ambitionierter Amateur und aufwärts, dann zahlt es sich wahrscheinlich aus, wenn man es mehr und öfter macht. Ja, es sei denn, man hat sich da selber schon sehr einfach rein kniet und also das ist jetzt, das Bikefitting, würde ich sagen, ist durchaus etwas, was man mit ein bisschen Versuch, Irrtum und Experimentieren ganz gut auch selber für sich rausfinden kann, sofern eben grundsätzlich mal der Rahmen nicht arg zu groß oder arg zu klein ist. Also zu klein kriegt man immer noch leichter hin, als wenn er wirklich einfach zu lange ist, ja. Ich möchte jetzt auch im Duathlon die Einstiegshürde nicht so hoch formulieren. Also man kann da auch echt mit dem Mountainbike bei einem Straßenduathlon starten oder auch mit einem Stadtradl. Das ist nicht das Problem. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade, und das ist auch beim Laufen genau dasselbe, wenn jemand eigentlich gerne den Sport ausüben möchte, eigentlich Spaß dran hätte, aber es sieht dann das Fehl. Und bei der Sitzposition am Rad ist es halt typischerweise der Rücken, Iliosakralgelenk, das Knie, verschrammte Handgelenke, ja, also Dinge, wo man sich vielleicht am Anfang noch denkt, naja, es ist nur Gewöhnung ans Sportgerät, das kann natürlich am Anfang auch sein, Herz, Nacken, Schulter, Armbereich, aber ich sage mal, Knie und Rücken ist eher dann eine Frage der Sitzposition, ja. Oder auch der Tretflächen. Ja, ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass wir da durchaus auch von ambitioniert und irgendwie Optimalfall und so reden. Das heißt ja nicht, dass man es anders nicht auch machen kann. Aber was mich dann eben auch noch, weil jetzt haben wir gesagt, davor irgendwie Rahmengröße feststellen ist schon sehr wichtig. Und jetzt kriege ich dann mein Rad. Und zumindest was ich so mitbekomme, gerade aus der Triathlon-Welt, ist halt das, wie ist dann das Sattel, der Winkel. Und das ist das, was du dann als Feintuning bezeichnest, als was man, wo man alleine experimentieren kann, wo man, wenn man will, aber auch nochmal gehen kann, oder? Ja, durchaus. Genau. Okay. Ja. Flo, du wolltest vorher noch was ganz anderes, weg vom Bike-Fitting, da ist es, glaube ich, drum gegangen. Das eine ist halt die Mechanik im Sinne von Proportionen zueinander. Genau, also genau. Von und das Körperteilen, und das andere ist das halt. Das andere, weil da haben wir über die Festigkeit und so gesprochen. Und das ist dann, weil es mich nur interessiert hat, generell, was man da dann quasi genau bestimmen oder erforschen will. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber da geht es dann vor allem um den Output, den ich generiere, oder? Das, wie schnell kann ich, wie viel Power kann ich am Fahrrad erzeugen? Wie, oder wie schnell kann ich dann laufen? Sozusagen, ja. Das ist ganz, ganz viel Genetik, also das ist in einem gewissen Bereich trainierbar, aber es ist ganz viel genetisch festgelegt, und da haben wir relativ große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also Frauen neigen einfach mehr zur Überbeweglichkeit als Männer, das heißt nicht zwingend, dass sie in allen Bereichen, in allen Gelenken auch genügend Beweglichkeit haben. Also ich kann einerseits vom Bindegewebe her hypermobil sein, also zu beweglich sein, und auf der anderen Seite aber trotzdem Verkürzungen, also vielleicht einen so hohen Muskelbonus in gewissen Bereichen haben. Ganz klassisch ist das hintere Beinkette, also Wade, hintere Oberschenkel, teilweise auch im Gesäß und der Rücken, einfach vom hin sitzen. Okay, das heißt, das eine wäre jetzt da zum Beispiel, wenn man die Handfläche auf den Tisch aufstützt und dann schaut, wie Grad Winkel bekommt zum Beispiel. Ja, genau, das ist oder mehr. So ein Test, ja, das wäre ein. Ja. Oder es gibt ja Menschen, die irgendwie ganz komisch den Handrücken quasi ganz nach hinten klappen können. Ja, ja, und das oder schaut auch ganz, eben weird aus. Überstrecken, Knie überstrecken, ja, und so weiter. Also das wären auch alles Themen in der Biomechanik, die interessant sind. Also wenn man jetzt für seine Zielsportler, in meinem Fall wäre es eben auf dem Radfahren, eine ideale Beweglichkeit hat, dann bedeutet das, dass man einerseits diese Faszienstrukturen als Federelemente
optimal nutzen kann. Also das unterstützt dann einfach die Muskelarbeit beziehungsweise nimmt einen gewissen Prozent der Muskelarbeit ab. Ich habe auf der anderen Seite aber nicht die erhöhte Verletzungsanfälligkeit durch entweder Überbeweglichkeit, was zu einer instabilen Beinachse zum Beispiel führt. Ja. Mhm. Hat der das heißt, wenn das Knie irgendwie zu so hypermobil ist, dann würde man quasi eine höhere Verletzungsgefahr haben, richtig? Also was die instabile Beinachse betrifft, ist das eigentlich eher weniger ein Thema direkt vom Kniebereich, sondern schon aus der Hüfte heraus. Ja? Okay. Also wenn man sich vorstellt, der Oberschenkel aus der Hüfte raus rotiert entweder nach außen, dann haben wir so eine leichte Tendenz zum O-Bein, oder wir haben eine Innenrotation in der Hüfte, dann kippt das Knie so ein bisschen nach innen. Und das ist etwas, das sieht man auch, einfach Unterschiede in der Häufigkeit zwischen Männern und Frauen. Interessanterweise ist es so, dass in Ostafrika, also ich war auch schon sehr viel in Kenia, wir sind aber auch Fernsehteilen großen Städtemarathons, also sehr viele ostafrikanische männliche Leute haben auch dieses Thema mit der instabilen Beinachse, was jetzt bei uns eigentlich seltener bei Männern und relativ häufig bei Frauen wird. Also damit will ich auch sagen, man muss sich wirklich jeden einzelnen Menschen anschauen und kann nicht sagen, okay, du bist eine Frau, du hast sicher dieses Problem und dafür ein anderes Problem nicht und dein Mann genau dasselbe. Das wäre auch komplett falsch. Ja? Aber es gibt halt einfach gewisse Häufigkeiten und auch eine gewisse Vorerfahrung, die man natürlich mitbringt, wenn man in dem Bereich arbeitet. Und bei Frauen ist es halt leider oft so, die könnten durch gezieltes Krafttraining eigentlich ihre Faszienspannung für Zielsportart, zum Beispiel Laufen, eigentlich positiv beeinflussen, machen aber sehr oft Yoga in eine Überbeweglichkeit hinein, ja, die eigentlich die Voraussetzungen fürs Laufen noch verschlechtert. Genau, und bei Männern ist es tendenziell umgekehrt. Ja. Also da gibt es einige, wo man sich denkt, puh, also so ein bisschen, ich bin jetzt selber kein großer Yoga-Fan, aber so ein bisschen, man muss es auch nicht Yoga nennen, aber mehr mobilisieren und weniger in die Verkürzung rein trainieren. Wäre das sicher einerseits hinsichtlich Leistungsentwicklung. Also ich empfehle hier jedem, der was zur Mobilität bei Leistungssportlern sehen will, schaut sich die Videos vom Andy Walter an, der versucht, den Übungen zu machen. Also ganz großes Kino. Also der hat eine Beweglichkeit von einem Stück Holz. Ja, also ich war da auch lange extremst schlecht. Man muss aber sagen, also es gibt da eben zwei Komponenten. Das eine ist die ideale Beweglichkeit für den Leistungsaufbruch, aber dann auch die Beweglichkeit, die über die Verletzungsanfälligkeit entscheidet. Also ganz bildlich gesprochen. Nimm einen Hürdensprinter her, wenn der jetzt am Boden die Beweglichkeit der Beinstellung, die er über der Höhe braucht, wenn er die am Boden schon gut aufgewärmt, statisch nicht hinbekommt, dann wird er dynamisch vermutlich das Ganze einmal machen und die zweite Hürde. Dann ist irgendwas abgerissen. Ja, genau, gezerrt im größten Fall. Aber es muss ja auch eine gewisse Steifigkeit haben. Das heißt, ein super, super mobiler Straßenläufer macht ja gar keinen Sinn, weil der hat dann ein ganz anderes Problem, weil ihm dann die Faszien und so das nicht unterstützen und nicht quasi seine eingebaute Carbonplatte sind. Genau, richtig. Der Bounce-Effekt fehlt. Genau. Also deshalb sage ich eben, also man muss sich anschauen, was will ich mit meinem Körper machen. Das kann sein, einfach im Alltag schmerzfrei sein. Das kann sein, bei einem bestimmten Sport besonders gut werden. Und dann schaue ich mir an, welche Beweglichkeit brauche ich dafür. Und jemand, der vom Turnen, rhythmische Sportgymnastik, Balletttanzen kommt, ja, der Schwimmen auch, ja. Derjenige wird halt fürs Laufen wahrscheinlich eher dann das Thema haben, dass man ganz viel einfach Spannung aufbauen muss, ja, um die Gelenke herum. Ja.
um besser zu werden, um sich nicht zu verletzen. Das wäre dann auch was bei vielen Frauen halt wichtig ist, eben aufgrund dieser Neigung zur Überbeweglichkeit. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, gezielt die Bereiche einfach zu mobilisieren, die ja trotzdem zur Verkürzung neigen. Also ich bin selber mal ein gutes Beispiel. Also ich bin in Gelenken einfach genetisch hypermobil. Ich kann problemlos meinen Daumen zum Unterarm drücken. Ja. Aber ich habe trotzdem das Problem, wenn ich viel am Rad sitze, und Radfahren ist auch sitzen, ja, dass ich vor allem in den Hamstrings, also in den Oberschenkel, so fest werde, dass ich mit den Fingerspitzen einfach überhaupt nicht mehr auf den Boden komme. Und das macht dann halt auch, wenn ich das beachte, nicht von mir, über die Zeit macht das immer mehr an Verkürzung und irgendwann bekomme ich dann auch. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben bei Männern und Frauen mit welchen anders ist, aber ich glaube, bei Frauen wird es ja dann nochmal komplizierter und du hast das ja schon erwähnt, wenn dann die Schwangerschaft irgendwie ins Spiel kommt, weil, und das hast du ja auch schon gesagt, die Frauen ja dann nochmal beweglicher werden, weil sie sich quasi oder dass ihr Körper auf die Geburt vorbereiten muss und nachher wird das ja wieder, entwickelt sich ja das wieder zurück, die Beweglichkeit. Das stimmt, also es ist aber nicht nur in der Schwangerschaft so, sondern es schwankt schon über den Zyklus. Also es gibt da auch diese ganze Studie auch mit den Kreuzbandrissen während also in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus, dass eben um die Monatsblutung herum die Häufigkeit einfach steigt oder die Wahrscheinlichkeit steigt. Ja. Das ist jetzt etwas, man kann das jetzt nicht, also das soll jetzt nicht heißen, dass man in diesem Zeitraum keine Sport machen darf, nicht schiebern darf oder sonst was. Das soll aber einfach trotzdem zeigen, naja, es ist wichtig, dass ich das muskulär einfach gut stabilisiere, dass ich da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr im Vergleich zu einem Mann wirklich Wert drauf lege, dass ich das unterstütze. Und das ist etwas, was einfach über Jahre hinweg immer wieder auftritt und was einen halt einfach im Sportlerleben so begleitet. Schwangerschaft ist dann wieder ein ganz ein eigenes Thema, da muss man halt auch sagen, das ist, also ich habe da selber keine Erfahrung damit und ich möchte mir das auch nicht auf die Fahne heften, dass ich da irgendwie Expertin wäre, aber ich glaube, das ist dann wirklich extrem individuell. Einerseits ändern sich die Zielsetzungen komplett und dann ist auch jede Schwangerschaft anders, auch mental, auch einfach, ist mir die ganze Zeit schlecht oder kann ich eigentlich gut trainieren, dann wie viel Gewichtszunahme habe ich in welcher Phase, also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Und auch die Zeit danach ist, glaube ich, einfach super individuell. Und das würde wahrscheinlich jetzt hier auf den Rahmen sprengen. Da bin ich einfach viel, viel, viel zu wenig Expertin. Genauso das Thema nach der Menopause. Das ist einfach auch ein sicher wichtiges Thema, aber da gibt es deutlich versiertere Expertinnen oder eigene Erfahrung. Ja, warum es mich grundsätzlich interessiert hätte, wäre, weil man ja oft sagt, dass oder viele Frauen berichten, dass sie nach der Schwangerschaft eigentlich stärker zurückkommen, als sie davor waren, jetzt auch von den sportlichen Leistungen her. Und ich habe mich gefragt, ob du da vielleicht irgendwelche Erfahrungswerte hast, ob das auch biomechanisch irgendwie vielleicht erklärbar wäre, dass es da Effekte gibt, weswegen dann, ich weiß es nicht. Aber biomechanisch fällt mir jetzt auch so nichts ein. Also es gibt halt auch diese Phase in der früheren Schwangerschaft, wo manche Frauen wirklich ein absolutes Leistungshoch haben. Der Körper bereitet sich einfach auf diese Höchstleistung der letzten Schwangerschaftsmonate vor und rüstet einfach auf sozusagen. Bei vielen ist es aber überlagert davon, dass man schlecht ist oder keine Lust auf Leistung, sondern wir gering haben, also das ist auch sehr individuell. Nach der Schwangerschaft ist es halt einfach so, das Blutbild, es ist alles halt einfach auf eine Höchstleistung, aber hinsichtlich Versorgung von einem Baby drin. Und inwiefern das dann mit der Zielsportart kompatibel ist, ist auch ganz, ganz unterschiedlich sicher. Und dann kommt auch noch die Thematik dazu. Ich habe dann ein Baby, das versorgt werden muss, schlechter Schlaf und so weiter. Ja. Also
das ist wirklich ein super individuelles Thema und ja. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man zwei Kinder hat, bei jedem Kind. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt letzte Woche die Johanna Hima gehabt, die eben eine Sportart hat, die dafür gut geeignet ist, das Ski Mountaineering, weil du keine Stoßbelastung hast und die halt sehr lange trainieren hat können, also wirklich, wirklich lange und auch sehr, sehr schnell wieder danach, nach beiden Kindern. Sie hat gesagt, viele Dinge hat sie da auch aus einer gewissen Naivität heraus gemacht. Also, ihr hat keiner gesagt, dass das so nicht geht. Und ja, dann ist es halt gegangen. Es ist sicher auch so, dass man einfach auf den eigenen Körper hören muss und einfach schauen muss, was funktioniert nicht gut. Ja, und man kann nicht, also jeder Mensch ist eben anders und man kann das auch nicht alles in irgendwelchen Studien rauslesen. Es gibt halt gewisse Risikofaktoren, Thema Beckenboden und so weiter, wenn ich das früh anfange. Was die Stoßbelastung betrifft, ist es aber auch extrem vom Gewicht abhängig. Ja, in welcher Phase bin ich vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, wie habe ich was schon in mir. Aber das sind doch alles Themen. Ich finde, das sollte man auch gar nicht zu sehr ein Vorbild in die Richtung sein, dass man sagt, schaut, das geht ja alles, ja, weil das dann auch irgendwie das Gefühl erzeugt, das muss gehen oder bei der geht das ja auch, jetzt muss das bei mir auch gehen. Also das ist wirklich ein Thema, das super individuell ist. Dass man nicht so in das Problem kommt, wie, oh, das Supermodel XY hat schon 4 Wochen nach der Geburt das Gewicht von vorher gehabt. Das müsst ihr auch alle schaffen. Also, okay, aber vielleicht war das erstens nicht ganz so gesund und zweitens, na, dann war das halt so, aber ja. Ja, oft ist es ja auch nur Photoshop oder einfach der Winkel, in dem man ein Foto macht. Also das muss man ja generell auch bei Social Media immer beachten, dass das nicht alles unbedingt auf dem Foto so wirkt, wie es dann von Angesicht zu Angesicht wirkt. Ja, und wenn man Fotografen kennt und die sagen, schau dir mal das Foto im Original an, bevor das irgendwie einmal durch die Bildbearbeitung gegangen ist, dann schaut das ganz anders aus und es sind halt dann oft zwei verschiedene Personen. Aber ich habe zu dieser Beweglichkeit noch eine Frage, gerade wenn es ums Laufen geht, weil wenn wir Offroad laufen, dann brauchst du ja gewisse Beweglichkeit, jetzt da gerade in der Hüfte, wär's halt hilfreich. Und ist eine gewisse Beweglichkeit in den Gelenken, also jetzt zum Beispiel in den Fußgelenken, eine gewisse Verletzungsprophylaxe? Ja, also da gibt es gleich bei uns in der Familie auch ein gutes Beispiel. Also mein Mann hat eigentlich einen typischen Dorsalverkurs, super Grundspannung, eine Partialstruktur, alles feste. Wenn der umknöchelt, reißt irgendwas ein oder ab. Ne? Mit der Floh. Riesenschwellung. Ne? Wenn dasselbe bei mir passiert, mit meiner Mikromobilität, dann passiert normalerweise gar nichts. Oh, also es klappt einmal auf, das Gelenk, es klappt wieder zu und ich laufe weiter und es ist einfach nichts. Ja? Das klingt jetzt attraktiv, aber es ist natürlich auch hier die Physik, also ich meine, irgendwas hat immer eine Belastung. Wir wollen das nicht schmälern. Wir haben festgestellt, man kann sich eh nicht aussuchen. Ja? Also, wir haben festgestellt, es ist bei dir und bei mir ist es attraktiv. Punkt. Ja. Die anderen sind halt nicht attraktiv. Kann man nichts machen. Es ist eh etwas, was einfach von der Natur mitgegeben ist. Also das kann man jetzt eh nicht trainieren. Was man trainieren kann, ist seine Reflexe. Also das ist halt dazu gar nicht kommt, ja, aber man muss halt sagen, hat das Überknöcheln, es gibt beim Geländelaufen halt immer mal Situationen, wo man irgendwas falsch einschätzt oder nicht sieht oder der Ast unter einem dann bricht und dann ist doch ein Loch drunter. Also es gibt einfach Situationen, wo man auch mit einem gut trainierten Fuß einfach in eine relativ blöde Situation kommen kann. Ja. Also
man kann es sich nicht aussuchen, aber es ist dann halt vor allem in der Nachbehandlung sehr, sehr wichtig, dass man diese muskuläre Stabilität und vor allem die Reflexe wieder aufbaut. Eigentlich egal, ob man jetzt der hypermobile Typ ist, der da gar nicht so große Stressreaktion nachher hat, oder ob man wirklich in so einem Fußballer möchte. Ja. Und ich reiß mir übrigens nichts besser, ich tue mir nur weh, schürf mich nur auf. Reißen tut man nicht so viel, was muss ich sagen? Nein, aber du bist danach immer kurzzeitig, nach einmal umknöcheln, bist du mal kurz außer Gefecht gesetzt. So wie vor 2 Jahren, glaube ich, wo du alle 3 Wochen einmal umknöchelt bist. Ja, beziehungsweise beim Wettkampf haut es dich halt dann ordentlich mal auf und du tust dir weh. Ich bin gerade wieder in es haut mich auf die Fresse Phase. Ja, ich bin bei mir selber oft, und ich hoffe, das bleibt bitte für immer so, ich möchte es so beibehalten. Also manchmal, wenn ich auf dem Spann auftrete, also wenn die Oberseite des Fußes unten ist beim Draufbelasten, das ist nicht die übliche Stellung. Und immer kurz denke so, huh, und das hätte jetzt wehtun können, bin ich immer sehr, sehr froh, dass es meistens gut ausgeht. Und das nicht wehtut. Ja, bei mir ist halt so das Problem, ich habe halt früher Tennis gespielt und bin beim Tennis halt öfters umknöchelt und ich habe das Gefühl, dass seitdem ich einfach viel leichter umknöchel als irgendwie davor. Also da wird wahrscheinlich auch irgendwas... Also das Problem ist, dass bei jeder Verletzung oder nach jeder Verletzung die Sensomotorik ein bisschen leidet. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man trainiert das dann wirklich intensiv, dann kann es auch sein, dass man deutlich besser ist als vor der Verletzung. Das sind dann auch diese Läufer, die dann nach einer Physiotherapie auf einmal auf der eigentlich verletzten Seite stabiler und kräftiger sind als auf der anderen Seite, die halt nicht behandelt worden ist. Also finde ich, sollte man da immer beide Seiten so mit ins Boot holen, dass man eben die Symmetrie auch anstrebt. Also das wäre die eine Variante, oder man sagt, naja, es ist jetzt eigentlich eh schmerzfrei wieder verheilt und man tut nichts, man hat aber dadurch einfach ein höheres Risiko, früher wieder umzuknöpfen. In einer Situation, die jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Ja, bei mir war definitiv ersteres der Fall, weil damals mit 15, 16 habe ich sicher keine Übung gemacht, um es zu verbessern. Und ich habe auch gemerkt, dass ich vor 1,5 Jahren angefangen habe, so Fußgewölbeübungen zu machen und so auf Balanceboard und so, und dass sich das seitdem auch dramatisch wieder verbessert hat. Also ich habe schon gemerkt, was dafür tun muss, und dann wird es eh auch besser, und dann haut es mich nur so auf die Fresse. Also aber das heißt, Physiotherapie quasi, wenn man sich wehgetan hat, und biomechanische Unterstützung, also jemand, der, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder gemerkt habe, helfen ja Biomechaniker einem nicht nur zu verstehen, wie man ist, sondern auch, wie man, was man besser machen kann, und quasi, wie kann ich jetzt, wenn man beim Laufen bleiben, wie mein Laufstil besser werden kann, also wie kann ich meine Bewegung mit einer besseren Kraftübertragung hinkriegen, eine bessere Laufökonomie hinkriegen, was gerade bei der Langstrecken ja wichtig ist, weil im Sprint ist Laufökonomie, glaube ich, ziemlich Bovidl auf 100 Meter. Nein, also es ist Ökonomie, genauso, auch der Sprinter möchte seinen maximalen Einsatz, den er hat, möchte Vortrieb umsetzen, nicht in zeitliche Bewegungen oder in die falsche Richtung laufen oder was auch immer. Ja. Also, das ist aber eher Navigation dann. Ja. Nicht Laufökonomie. Also die Laufökonomie oder überhaupt Bewegungsökonomie ist in jeder Sportart sehr, sehr wichtig. Gerade beim Laufen kommt halt noch extrem das Thema Verletzungsprophylaxe dazu. Also das habe ich beim Radfahren jetzt nicht so stark in der Form. Also es stimmt nicht ganz, dass es jetzt gar nicht darauf auswirkt, also es gibt schon Schmerzen, die einfach mit schlechter Sitzposition oder schlechter Trittechnik zu tun haben, aber die meisten Verletzungen beim Radfahren oder beim schweren Verletzungen sind halt eher Stürze. Ne? Mhm. Und beim Laufen ist es aber so, dass ich durch eine gute Lauftechnik einerseits im Idealfall auch noch ein bisschen eine Leistungsreserve erschließen kann, aber auf der anderen Seite allein schon dadurch eine potenzielle Leistungssteigerung habe, weil diese Ausfälle durch Trainingspausen, die Verletzungen
hoffentlich nicht oder deutlich seltener oder nicht zu gravieren. Ja, und ich glaube, gerade bei der Langstrecke oder bei den ganz langen Strecken ist gerade diese eine maximale Leistung bei minimalem Einsatz Geschichte super hilfreich. Also wenn du jetzt da sagst, weiß nicht, Marathon oder darüber hinaus, wo die Ausdauer und das, was du an Effort quasi hineinstecken musst, um von A nach B zu kommen, im Vordergrund steht. Ich glaube, gerade da ist Laufökonomie ja super, super wichtig. Ich glaube, dass es überall wichtig ist, weil du willst, dass 100-Meter-Läufer ja auch nicht einfach laufen und nicht deine volle, das, was du reinsteckst, auch wieder rausbekommen, oder? Also ich würde es streckenunabhängig sehen. Also du willst auf jeder Strecke deine hier maximal mögliche Ökonomie erreichen. Es sind einfach nur die Tempobereiche. Also ein Sprinter wird halt im Durchschnitt in einem schnelleren Tempo sein als ein Marathonläufer. Wenn man jetzt aber den Weltklasse-Marathonläufer mit einem Breitensportler vergleicht, dann sieht das wiederum ein bisschen anders aus. Also da kann es so sein, dass der Marathonläufer in einem Tempo unterwegs ist, dass er einfach nur einen Sprint schafft. Aber die Ökonomie ist überall relevant. Was ich jedenfalls auch sagen kann, es gibt schon noch Unterschiede zwischen Mann und Frau, was Lauftechnik betrifft. Auch hier natürlich wieder, es trifft nicht auf alle zu, aber es gibt eine gewisse optimale Lauftechnik oder normale Lauftechnik also, Schwächen sozusagen. Ja? Also man schaut sich bei der Lauftechnik an, wo gibt es noch Potenzial. Also das ist auch eigentlich eher positiv, wenn man Punkte findet, woran man arbeiten kann. Also das Blödeste ist eigentlich, wenn jemand kommt und relativ nah an der Perfektion ist. Ich meine, niemand ist perfekt. Ja? Jeder hat seine Checkliste, also auch ich weiß nicht, wie ich müde werde, ich muss einfach denken und das immer wieder ein bisschen probieren und verbessern. Aber wenn jemand schon relativ nah am Ideal ist, hat man halt wenig Potenzial, einerseits hinsichtlich Leistungssteigerung, aber besonders blöd ist es halt, wenn man eine Verletzung hat und die Hoffnung ist, okay, die Verletzung könnte doch vielleicht besonders durch eine bestimmte, also einen bestimmten Lauftechnikfehler zum Beispiel, am Laufen gehalten werden. Und wenn man da nichts findet, ist es eigentlich eher blöd, als wenn man was findet, woran man arbeitet. Ja, wenn man dann was findet, wo man sagt, okay, du hast einfach, dein Knochenbau ist einfach dort an dieser Stelle einfach Mist, dann ist es halt doof. Dann kann man mit Biomechanik oder mit anderem Laufstil halt nichts dran ändern, dass der Knochen oder die Sehne oder was auch immer. Ja, also man kann dann Stelle schon auch Mist auf bestimmte Schwächen gezielt eingehen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel schon starke Arthrosen hat, dann kann man sagen, okay, man stellt den Laufstil auf eine gewisse Art und Weise um, dass das halt besonders geschont wird, was man bei jemandem anderen, der da keine Vorgeschichte hat, nicht hätte. Also man hat da halt schon einen gewissen Spielraum und es genauso wie es nicht die eine perfekte Radposition gibt, es nicht die eine Lauftechnik, die in Stein gemeißelt ist, sondern es gibt einfach für jede Person eine gewisse Range, die physiologisch ist, also für die der Körper eigentlich gut gewappnet ist. Und ob ich jetzt mich entscheide, okay, ich möchte vielleicht doch ein bisschen mehr Richtung Vorhofslauf gehen oder ob ich das eben nicht möchte oder ob ich eine Spur größere oder kleinere Schritte mache, das sind individuelle Vorlieben, die sind in Ordnung. Aber dann gibt es eben Bereiche, wenn das darüber hinausgeht, dann sind wir eher im entweder unökonomischen Bereich oder auch verschleißenden Bereich. Ja? Und was halt bei Frauen häufiger vorkommt, wieder aufgrund dieses Übergewebsthemas und auch weil eben die Gliedmassen relativ lang sind, ja, also große Hebel mit sich bringen, ist das Thema seitliche Stabilität, Beinachsenstabilität, also das ist schon bei Frauen häufiger ein Thema als bei Männern, dass man das trainiert, nicht nur im Lauftechniktraining an sich, sondern wirklich auch im Krafttraining, also da hat man sehr, sehr gute Ergebnisse dann, wenn man das wirklich dahinter ist und einmal in der Woche das konsequent macht. Was bei Frauen seltener auftritt, ist so diese ganz starre, feste Schultergürtel, wo dann auch Leute
kommen und sagen, ich habe eigentlich nach dem Laufen mehr Verspannungen im Nacken als vorher beim Schreibtisch sitzen. Das ist etwas, das haben Frauen eigentlich seltener. Ja, Vorlieben für Sportarten haben wir auch schon besprochen, also dass einfach so dieses in die Beweglichkeit hineintrainieren dann bei Frauen manchmal auch eher nachteilig ist, für das Laufen speziell, und bei den Männern oft ein bisschen zu viel Krafttraining oder die Prioritäten im Krafttraining. Ich würde nicht sagen, dass Männer zu viel Krafttraining machen, aber vielleicht, dass das Lauftraining plus Krafttraining fast schon ein bisschen dann beeinträchtigt wird oder dass auch das Krafttraining einfach zu wenig laufspezifisch ist. Also von der Biomechanik her sind ganz viele Dinge, wo du sagst, okay, das eine ist, betrifft eher Frauen oder eher Männer. Mhm. Aber hast du jetzt auch ganz spezielle Sachen, wo du sagst, also ganz ehrlich, auf das sollten Frauen wirklich ganz speziell schauen oder das fällt mir immer wieder auf. Ich habe jetzt nur eine Sache mitgenommen von, frag mich jetzt bitte nicht von wo, aber dass Frauen zum Beispiel zu einem gewissen Sitzlauf tendieren, also sprich also die Hüfte irgendwie ganz weit hinten haben. Das kann ich nicht bestätigen, dass das ein besonderes Frauenthema wäre. Okay. Also das sehe ich auch ganz, ganz oft bei Männern. Also ich habe jetzt da selber für mich keine Statistik mit Stricherliste oder so gemacht, aber also vor meinem geistigen Auge tauchen da ein paar Männer auch wieder so haben. Okay, aber gibt es jetzt irgendwie spezielle Sachen, wo du sagst, hört zu, liebe Frauen dieser Welt, diese und diese und diese Dinge müsst ihr wirklich achten. Also ich habe jetzt da mitgenommen, Krafttraining, mehr Krafttraining also, und nicht achtmal die Wochen Yoga. Also schon auch, aber nicht, wenn man... Gutes laufspezifisches Krafttraining, wo man wirklich auch die Beinachse wirklich reflektiert, dass man eben die seitliche Stabilität gut mitbringt. Ja, das würde ich sagen, das ist so ein typisches Frauen-Ding, was bei Männern selten auftritt. Ich will nicht sagen, dass es nicht auftritt, aber es gibt selten auf. Ja. Ansonsten muss man halt auch zusätzlich sagen, es ist das Krafttraining sehr wichtig Richtung Knochendichte, Aufbau, Erhalt. Ja. Und das ist auch etwas, was bei Frauen einerseits und vielleicht das Thema Essen auch ein bisschen ein Thema ist, also dass man Phasen hat, wo man nicht genug gegessen hat oder nicht ausgewogen gegessen hat, also eine Essstörung, dass da das Krafttraining ganz, ganz wichtig ist, aber dann auch später Richtung Menopause, dass da das Thema auch nochmal aufgrund der Umstellung des Hormonhaushalts ganz, ganz wichtig wird. Ist auch bei Männern, älter werdenden Männern wirklich ein Thema, aber bei Frauen ist halt doch die Osteoporose früher. Ja, wobei dieser ganze Themenkomplex Hormone, Menopause oder Zyklus wegtrainieren oder Essstörung, die im Sport normalerweise eher noch zu wenig Essen oder das falsche Essen geht und nicht in Richtung 12.000 Kalorien am Tag. Also da gibt es ja, das eine ergibt aber oft das andere. Also man darf nicht vergessen, dass eine Essstörung oft nicht alleine kommt. Das heißt, es ist ja auch vorliegend eine psychische Erkrankung und es kann gut sein, dass aus einem Essverhalten in die eine Richtung sich das Essverhalten auch in die andere Richtung ins andere Extrem. Ja, das habe ich eigentlich, muss ich zugeben, bei Läufern und Radfahrerinnen weniger oft gesehen als bei diesen, wie nennt man das, Fitness-Menschen, die jetzt davon. Ich weiß nicht, ob Crossfit im Speziellen, aber eher so diese, ich hatte mal richtig, richtig viel Gewicht und dann habe ich alles umgestellt und jetzt schaut's her, jetzt habe ich ein Sixpack und 2 Jahre später, wenn die Menschen dann nicht mehr auf Social Media sind, siehst du, oh, jetzt hast du kein Sixpack mehr, sondern jetzt kann ich von vorne der Wirbelsäule sehen. Super! Also ich meine, es gibt... Es ist, glaube ich, weniger beim Laufen, oder?
Ja, man kann in die Leute nicht reinschauen, aber ich kenne es selber sowohl aus dem Radsport als auch aus der Leichtathletik. Männer wie Frauen, bei Frauen ist es halt häufiger, die mit dem Thema wirklich ein Problem haben. Was das auch oft triggert, ist ein Wettkampfsystem, das in Gewichtsklassen einfach abgewickelt wird, also weil da wirklich diese Zahl steht, also da geht es dann nicht rein nur darum, kann ich heute schnell laufen, egal welches Gewicht ich habe in Wahrheit, ja, ob das jetzt ein halbes Kilo mehr oder weniger ist dann halt so, ja. Bei einer Sportart, wo ich vorher gewogen werde, habe ich halt das Problem, wenn ich dann ein halbes Kilo zu viel habe, habe ich dann zwar vielleicht dieselbe Leistungsfähigkeit oder noch eine bessere Leistungsfähigkeit, aber ich darf in dieser Klasse nicht starten. Ne? Ja, also bei Judo, Boxen oder so. Ja. Ja, damit beginnt das Problem einfach schon, diese extreme Gewichtszentriertheit. Und diese Sportler schütteln das oft ihr ganzes Leben dann nicht mehr so recht ab. Ja. Ich würde jetzt aber auf gar keinen Fall sagen, dass das ein Thema ist, das im Ausdauersport kein großes Problem ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass es nur Frauen betrifft. Statistisch gesehen betrifft es wahrscheinlich Frauen häufiger, aber auch hier muss man wieder sagen, jeder Mensch ist individuell ein Sportler und man muss sich da wirklich jeden Einzelfall anschauen. Das hilft doch nichts, wenn man sagt, naja, bei Männern kommt es eh nicht so häufig vor und deshalb übersieht man einzelne Fälle. Also das finde ich halt auch extrem schade. Ja, natürlich. Ja. Zumal das eine potenziell tödliche Krankheit ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und es ist ja dann auch nur ein Trend, das heißt, wie richtig gesagt, es ist ja dann auch was Männer auch betrifft. Und in Sachen Sportart fällt mir dann immer nur Skifliegen oder Skispringen ein, genau. Wo das ja quasi auch nicht so ist, dass es quasi gemessen wird, aber wo es auch, je leichter bist, desto weiter kannst du fliegen und das dann auch schon irgendwie so in die DNA des Sports irgendwie so ein bisschen drinnen steckt, dass du eigentlich an der Magersucht kratzen musst, damit du irgendwie konkurrenzfähig bist. Ja, aber das ist halt im Laufsport und im Radsport nicht so viel anders. Also, wie viele da schon mit absurdesten, leistungsschädigenden Diäten herumgetan haben, ja, einfach schon von Jugend an, ja, das ist wirklich, das ist traurig. Bei diesen Sportarten sehe ich immer, dass es so extrem am unteren Limit bei vielen gehandhabt wird. Was ich ganz absurd finde, ist halt auch sowas wie Boxen oder Bodybuilding. Also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Freunde bzw. Bekannte, die absurde Schwankungen drinnen haben, die einfach Massephase haben und dann vor dem Wettkampf innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Wochen 10 Kilo runterhungern, nur und mit Entwässerungstabletten und weiß der Geier und Schwitzanzug arbeiten, nur damit sie ja entweder in die richtige Gewichtsklasse kommen oder dass damit du, weiß ich nicht, den 18. Muskel von links hinten auch noch irgendwie siehst. Also, gut, bezüglich Entwässerung sind wir, glaube ich, in beiden Sportarten im Doping-Bereich. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Sportarten, die jetzt bei der WADA noch mit dabei sind oder nicht. Keine Ahnung. Aber da sind wir dann schon noch in Extremen, also da ist auch jedem bewusst, dass das nicht mehr gesund ist. Also generell muss man auch sagen, Hochleistungssport ist kein Gesundheitssport, also es ist nie das Gesündeste, was man machen kann. Aber es sollte sich jeder, der wirklich Leistungssport, Hochleistungssport betreibt, auch ambitionierten Breitensport oder überhaupt generell, sollte sich dessen bewusst sein, dass man den Körper ja auch länger braucht als seine sportliche Karriere andauert. Ja. Und ich sage mal, man kann auch Hochleistungssport sehr gesundheitsverträglich mit Tieren machen, ja, also man kann da auch sicher viele gesundheitlich positive Effekte für später sich antrainieren. Aber man muss ein paar Dinge wissen einfach. Ja. Man muss sie dann auch wertschätzen und beachten. Ich meine, ich weiß es nicht von mir, jetzt in meinem Sport ist es halt so, wenn ich
den Körper ignoriere, Warnsignale ignoriere, bin ich entweder verletzt oder einfach die Leistungsfähigkeit fällt ab. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man haut halt immer noch drauf auf den Körper und der funktioniert dann halt trotzdem. Also so ist es nicht. Es gibt natürlich gewisse Dinge, weiß ich nicht, dass man jetzt im Gesicht vielleicht früher durch diesen oxidativen Stress einfach früher ein bisschen älter aussieht oder man halt einfach viel draußen ist in der Sonne. Aber das sind halt Dinge, die sind mir dann nicht so wichtig. Also ich meine, ich mache den Sport ja, weil er mich wirklich erfüllt, weil er mir Freude macht, weil er mich auch dazu motiviert, an gewissen gesundheitlichen Defiziten auch zu arbeiten. Also zum Beispiel eben im Krafttraining, dann dass man die Beinlängendifferenz gut abschützt, sozusagen muskulär, Wirbelsäule, dass das einfach wirklich alles gut geschützt ist. Und das sind halt Dinge, da profitiert man für danach halt extrem. Ne? Also das hilft dir dein Leben lang, wenn du nicht schon, das ist so, glaube ich, wie wenn man Schach spielt, natürlich kann man auch in dieses Schachbrain hineinkippen und dann komplett von der Realität sich ausklinken, aber ich glaube, dieses im Kopf fit bleiben, gleich mit dem Körper fit bleiben, das ist ja was einem quasi bis zur Bahre irgendwo einen Vorteil bringt, weil die Donauinsel Lederhäute, man, erstens schaut der ja nicht jünger aus, weil die schaut mit 30 schon aus wie 55, aber dafür wissen sie auch nicht, wie sie nabelabwärts ausschauen mehr. Auch schon mit 35. Und ich glaube, das ist das Ungesündeste, was du machen kannst. Ja, aber was ich mich immer frage, ist, ich glaube, also ich stimme schon zu und ich glaube, das sollte irgendwie für 90% der Sportler sollte das irgendwie gelten. Weil, sind wir sich ehrlich, auch gerade Peter und ich, wir betreiben das sicher ambitioniert, aber wir werden nie wirklich was reißen, großartig. Wir werden für unsere Verhältnisse wahrscheinlich wachsen, aber das war es auch dann schon. Super, und da dann danke. Quasi, ja, ja jetzt ich ja, auf. Trainer absagen, danke, ja. Podcast Ende. Okay, Christoph, du hast gehört, ich mache was anderes, wie geht's? Nein, aber ich denke, wenn du jetzt wirklich Weltklasseleistungen oder Spitzenleistungen siehst, die gehen nicht ohne, dass du, also ich kann es mir nicht, vielleicht liege ich falsch, aber ich denke mal, da musst du an die Grenzen gehen. Und wie du sagst, Spitzensport ist nicht gesund. Und wenn du dann in die letzten 1-2% kommst, dann musst du bis zu einem gewissen Grad die Folgewirkungen wurscht sein. Weil kein Spitzensportler ist, jeder betreibt Raubbau an seinem Körper, aber das macht er halt im Vollbewusstsein, dass er halt das zusammenbringt, was nur wenige Prozent auf der Welt zusammenbringen. Also ich möchte einwerfen, also das mit dem Raubbau sehe ich nicht ganz so. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den weißen Sport nicht betreiben würde, dass ich dann einfach so, was auch athletische Gesundheit anbelangt, dass ich dann nicht so fit wäre wie jetzt, weil allein, also einerseits mein ganzes Wissen über meinen Körper, meine Dysbalancen, dass ich da wirklich auch weiß, wie ich daran arbeiten kann, das hätte ich ohne den Sport so nicht. Ich hätte auch den Druck nicht so stark, jetzt in jungen Jahren das schon wirklich gut präventiv zu machen. Und ich sage mal, dieser Grenzbereich, wo es dann wirklich schädlich wird, ja, oder man halt selbst schädlich, also der Körper kann auch viel kompensieren. Ich mache mir nicht jeden Tag einen Wettkampf und ich mache auch nicht jeden Tag ein Ausbelastungstraining. Also man muss immer schauen, dass sich das halt so weit die Waage hält, dass man das auch wegdegeneriert bekommt. Ja. Also diesen Grenzbereich geht man nicht so oft. Ich sehe eigentlich als kritischer so die Sturzgefahr. Also wenn es nicht einfach mit dem Radl noch ein paar Mal auf meine eh schon angeschlagene Schulter haut, dann wird die halt nicht besser davon. Aber das Gefühl, dass ich jetzt durch den Ausdauersport an sich oder durchs Laufen eher Verschleißerscheinungen habe, das habe ich gar nicht. Also ich meine, ich sehe auch ganz oft Bilder, also MRGs, Röntgenbilder, von deutlich jüngeren Leuten als ich, also die wirklich durch Bewegungsmangel schon Gelenksprobleme haben und Abnutzungserscheinungen. Ja. Währenddessen, wenn du dich einfach viel bewegst und trainierst, ist das in der Bewegung immer gut geschmiert und ich kenne diese Probleme halt nicht. Ja.
Ja, mhm. Also das 100%, also stimme ich voll zu. Das, ich habe halt nur gemeint, wenn du, keine Ahnung, ich schaue halt gern, wenn du irgendwie in Lionel Sanders zuschaust, der irgendwie der weltbeste Triathlet werden will, das, was der macht, ist der reitet ganz, ganz harte Grenze zur Ungesundheit, und aber unser eins, definitiv, ich bin auch ein viel besseres Leben, seitdem ich Sport mache, weil ich einfach fitter bin und jetzt vor allem im Kleinen den ganzen Tag irgendwie was mit ihm machen kann, ohne dass ich nach 5 Minuten aus der Puste bin und mich kaum noch bewegen kann. Also man muss sich auch immer anschauen, ob jemand seine Leistungen bringt wegen dieser Brechspangenmentalität, also dass man wirklich einfach auch über die Grenzen des Körpers versucht drüber zu gehen, oder aber trotzdem auf dem Level ist. Also so war ich mit 20 und ich bin damit nur eingefahren. Und ich kenne niemanden, der mit dieser Herangehensweise Erfolg gehabt hätte. Die, die trotzdem Erfolg haben, die haben normalerweise einen Trainer, der diese Energie, diese intrinsische Motivation zu schätzen weiß und in sinnvolle Bahnen lenkt. Aber es ist unmöglich, sein genetisches Potenzial auszureizen, wenn man einfach in Verletzungen rein trainiert, wenn man echt krank ist zum Beispiel, ja? Oder einfach auch zu viele Wettkämpfe auf einmal. Ja, also das so ist grundsätzlich auch gar nicht gemeint. Das ist ja gerade im Ultralaufen, es ist immer wieder die Typen, die für 1-2 Jahre was reißen und irgendwie Rennen gewinnen, dann ein Rennen nach dem anderen machen und dann im Endeffekt ausbrennen, weil es diese Erfolgswelle einfach ganz hart geritten sind und dann einfach ausbrennen. Der Körper irgendwann sagt dann, hast du gut gemacht, mein Junge, jetzt ist mal Pause, 1 bis 100 Jahre. Und weil wir es auch letztens in der Medienempfehlung-Folge hatten, da beim Western States Film, da wenn du da anschaust, wie viele davon noch laufen nach all den Jahren, sind auch der Killian, glaube ich, läuft noch. Ja, aber bei dem ist es halt ganz viel von Kindesbein an Multisport gemacht, also alles Mögliche, plus, also eine Genetik hat der halt auch, die ja, grauenhaft ist für alle anderen. Für ihn nicht. Ist das ein Segen. Was man auch nicht vergessen darf, die Geschichten werden ja auch gern, jetzt die nicht Dokumentationen oder so ansieht, die werden ja auch gern dramatisch erzählt, sag ich mal. Ja? Also wenn man sich diese Ultraradrennen anschaut, wo man wirklich sagt, die Leute haben, die sitzen am rohen Fleisch sozusagen, da ist keine Haut mehr drüber. Ja? Das ist alles eine grandiose mentale Leistung, aber das ist langfristig, das verheilt und dann ist es gut. Also da muss man halt auch sagen, ja, sicher auch diese Schlafmangel und so weiter, das ist alles nicht gesund, aber wie oft macht derjenige das und was sind die positiven Effekte? Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen, ich sag jetzt mal, so wunden Hintern habe, der sehr lästig ist, oder ob ich wirklich einen Unfall habe, wo es mich mit 60 km/h gegen eine Wand fetzt. Ja? Ja. Naja, da hat der Preis Franz in unserem Interview einmal gesagt, gewisse Sachen, dass du quasi dir den Hintern wund scheuerst, okay. Da gibt's Methoden dagegen, das ist mühsam, aber wie das war mit seinem Schlüsselbeinbruch, das hat so weh getan während dem Rennen, dass er damit noch weitergefahren ist, dass er sich halt einfach die Zähne bis abgekaut hat vor lauter Schmerzen. Und das würde er heute nicht mehr tun. Das hat er einfach damals gemacht, weil es sein erstes Mal war und er einen wahnsinnigen finanziellen Druck dahinter gehabt hat, dass das ins Ziel bringt. Und er hat gesagt, heute würde er wahrscheinlich aussteigen, weil das war halt im Nachhinein betrachtet nicht ganz die schlauste Idee. Und wir reden davon, also er ist beim Race Across America gestartet, für alle, die es nicht wissen. Also da sieht man auch, wenn man das nachhaltiger macht, kommt man auch drauf, dass man Dummheiten gemacht hat, aber ich meine, wer hat in seinen jüngeren Jahren nicht auch mal das ein oder andere Mal in irgendeiner Form Bauchwahnsinn getreten? Eher in Form von Alkohol. Ja, also Alkohol ist...
Alkohol ist halt in Österreich gesellschaftlich angesehen und man darf sich wirklich als Sportler anhören, ja, dein Leistungssport ist ja nicht gesund, währenddessen das Gegenüber jeden Abend eine halbe Flasche Wein leert. Also da muss man halt auch sagen, natürlich ist es nicht reiner Gesundheitssport. Ja, aber das ist auch nicht schlau, eine halbe Flasche Wein. Dann steht die halbe dann noch da und was macht die Geruch dann aus? Richtig. Wenn gleich die ganze Flasche Wein trinken. Also ich sehe schon, es ist gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist sicher weitaus mehr Raubbau, als wenn jemand auf sinnvolle Art und Weise reflektiert, Leistungssport betreibt. Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Und ich kriege das ja auch immer zu hören, wenn man dann irgendwie erzählt, dass man Ultra läuft und was mal so läuft, das sei doch alles ungesund. Und ich sage auch immer, das Rennen selbst, 100 Kilometer zu laufen, der Tag, der mag sicher nicht ungesund sein, und aber der Körper erholt sich und ein paar Wochen später geht es ihm auch wieder gut. Aber das kontinuierliche Training dahin, das sehe ich nach wie vor dennoch als gesundheitsfördernd an, weil es mir einfach so besser geht, mental besser geht, körperlich ich mich fit fühle, wie wir eh schon gesagt haben. Also grundsätzlich bin ich da eh voll d'accord. Das ist einfach, es ist immer besser, Sport zu machen. Sport ist wahrscheinlich durchaus für den Körper sinnvoller wie Saufen. Also ich glaube, da könnten wir uns fast drauf einigen. Egal ob Mann oder Frau. Ja, außer es ist die Biermeile. Also das finde ich noch immer eine sehr interessante Sportart. Wundert mich eigentlich. Ich hätte gedacht, dass du da ein glühender Anhänger bist. Es verbindet alles, was du am liebsten hast. Und Laufen. Ich bin auch ein glühender Anhänger. Ich finde es nur lustig, dass die Sportart überhaupt gibt. Ich würde das gar nicht Sport nennen. Also nachdem ich gesehen habe, wie schnell der Weltrekordhalter diese Meile läuft, also... Na, da ist halt das Laufen dann der Sport, ne? Ja. Also, der läuft doch dann Ich würde sagen, die Technik, das Bier richtig schnell zu trinken, also das verdient auch schon seinen Respekt. Ja, also das Bier gar nicht das Problem, sondern einfach irgendetwas Kohlensäurehältiges so schnell in deinen Körper zu bringen und dort zu behalten. Wir haben es noch nie ausprobiert, aber angeblich sagt diese auch das wieder loslaufen und sich dann nicht übergeben beim ersten Mal, soll angeblich eine Seltenheit sein. Wobei, kommen wir weg von Bier oder Sport, kommen wir zu anderen ganz grausamen und schlimmen Dingen. Brüste. Ja. Das ist eine Überleitung. Ich nicht, aber Nippel und Brüste sind ein No-Go. Haben wir gelernt. Immer wieder. Aus Gründen. Ich habe keine Ahnung, warum. Also in meiner Welt, in meiner kleinen Welt, dachte ich ja, dass Sportkleidung den Sinn hat, funktionell zu sein. Ende der Geschichte. Aber offensichtlich lernen wir alle N Monate, dass dem nicht so ist. Also ob das jetzt da beim Beachvolleyball der Frauen ist, die Geldstrafen zahlen, nur weil sie kein Bikinihöschen tragen, sondern irgendwie Shorts, was absurd ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Männer einem anderen Reglement unterliegen. Das ist nämlich auch noch eine kleine. Ja, wobei, Männernippel sind ja auch was anderes, zum Beispiel. Ich meine jetzt auch nur auf die Hose bezogen. Ja, aber auch Männer im Singlet, wo du von der einen Seite auf die andere durchschauen kannst, ist ja kein Problem. Frauen im Singlet oder kein Sport-BH drunter, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das wird sie nicht mehr durchsetzen. Andersrum. Ich verstehe, dass Sport-BHs eine Funktion haben. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn man jetzt da mehr Oberweite hat und das alles irgendwie bouncy ist, dass das angenehm ist.
Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, in einer Art. Ich habe mir sagen lassen, Männer haben ein ähnliches Problem bei Sporthosen, dass wenn die genau. einfach nur weit sind und keinen Innenteil haben, dass das auch unangenehm werden kann. Ne? Genau, und das wollte ich als Vergleich bringen. Also wenn du diese 80er Jahre Fußballhosen nimmst und drunter K-Unterhosen tragst und du gehst damit einmal 15 Kilometer laufen, go for it und erzähl mir, wie die nächsten 2 Wochen waren. Okay. Und das denke ich beim Sport-BH auch. Nur, was zum Geier? Also, wer erdreistet sich da überhaupt über die Optik zu diskutieren? Ich meine, ist es immer noch ein Thema? Ist es im Sport oder beim Leistungssport oder im Breitensport ein Thema? Oder sind wir einfach gerade wieder am Weg in Biedermeier? Also ich selber habe damit überhaupt keine Berührungspunkte. Ich bin da eigentlich total naiv und unbelastet in irgendwelchen, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Vorgaben oder Vorstellungen. Aber ja, also in letzter Zeit gab es wieder Fälle, wo dann das doch ein Problem war und ein Shitstorm erntet, das war nicht unbedingt in Sportkleidung, aber dass sich überhaupt einfach Brustwarzen auch durch Kleidung durchdrücken, ja, auch wenn die Kleidung nicht durchsichtig ist, ja, aber dass man einfach sieht, dass diese Körpermerkmale vorhanden sind, ja. Ich selber plane da auch überhaupt nicht irgendwie mein Verhalten zu ändern, weil ich habe so kleine Brüste, ich brauche praktisch nie einen Sport-BH und ich ziehe auch unter dem Wettkampfplan keinen Sport-BH an, weil ich ihn einfach nicht brauche, weil eine zusätzliche unnötige Kleidungsschicht ist. Falls ich da jemals... Man schwitzt dann ja eigentlich am Meer, oder? Man schwitzt mehr, ja. Es ist wieder eine zusätzliche Schicht, die irgendwie reiben kann oder eng ist und drückt und also... Es muss eh jeder Sportler, jede Frau, jeder Mann einfach für sich Sportkleidung finden, die gut passt, die zu den Proportionen passt, die einfach angenehm ist. Ja? Und wenn jemand ein Problem damit hat, also ich habe da nie irgendwelche Anfeindungen bekommen, wenn es kommen würde, dann wäre es halt so. Also ich würde dann mein Verhalten nicht ändern. Aber ich verstehe natürlich, wenn man auf Social Media so ein bisschen erdrückt wird von negativen Kommentaren, dass man sich da dann einfach auch zurückzieht und vielleicht auch beim nächsten Mal sich anders kleidet. Ja. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass das der falsche Weg ist, sich dem zu entziehen, weil diese Freiheit muss man jedem zugestehen. Aber ich finde es halt schade, wenn eben, wie du sagst, das Ganze wieder so ein bisschen Richtung Biedermeier geht und gerade im Sport, also ich bin damit halt aufgewachsen schon als Kind, Jugendliche. Man zieht sich da auch einfach irgendwie dann draußen im Freien noch einmal nach dem Rennen, dass man halt einfach nicht verschwitzt im nassen Brand ist. Und wenn es keine Umkleidekabinen gibt, dann machen das Frauen neben Männern und Männer neben Frauen. Das ist irgendwie überhaupt kein sexueller Kontext oder irgendwie ungewöhnlich. Ja, oder während, also beim Ultra zum Beispiel, während dem Rennen, wenn du irgendwo dein Dropback hast, wenn ich mein T-Shirt umziehen muss, weil es nass ist und ich ein trockenes mit habe, wenn man... Ich würde mir schon eigentlich wünschen, das habe ich mir schon immer gedacht, dass du bitte deinen Nippel bedeckst. Das würde ich mir bei dir noch ganz andere Sachen wünschen, dass du bedeckst, aber so grundsätzlich. Wie ist es beim Ultralauf? Also wenn eine Frau jetzt sich ihr Oberteil umziehen würde, weil es total nass ist und die steht mit einem Berg oberhalb der Baumgrenze, ich meine, das würde niemanden interessieren, oder? Das ist ganz normal. Dann zieht sich ja, du hast ganz andere Schmerzen. Ja, aber ich meine auch jetzt vom Veranstalter oder von Zuschauern, also dann zieht man halt einfach seine Kleidung um. Doch, das habe ich schon gehört. Wirklich? Jetzt, in Amerika. Dass das ein Thema ist. Ja. Deshalb gibt es von Orange Mud. Genau, Orange Mud, die haben ein Handtuch herausgebracht. Das eigentlich war der Plan vom Chef von Orange Mud, dass es ein Handtuch ist, das du über den Autositz drüber legst, dass wenn du verschwitzt bist oder so, quasi nicht den Autositz also dass du nicht anklebst. Genau. Und er hat gesagt, sie haben halt irgend so ein Halte-Dingsbums auch drauf gemacht, dass du das halt fest montieren kannst.
Und damit kannst du dich auch umziehen unter dem Handtuch. Also du bindest das quasi um wie so ein Bali-Rock. Ja. Und dann kannst du dich unterhalb umziehen, so wie es das gehabt haben, eh zur Jahrhundertwende, diese weiten Kleidungsstücke, was die Leute sich angezogen haben und dann drunter den Badeanzug umgezogen haben, weil sie die mobile Badekabine mitgehabt haben. Und er hat gesagt, das Ding ist in Amerika der Bestseller, damit sich Frauen während oder nach dem Wettkampf umziehen können. Also das nutzen wir Frauen, also es geht jetzt auch nicht darum, dass sie sich umbauen, dass auch Männer das nutzen. Nein. Er hat gesagt, wirklich, das ist der Renner, extrem viele Frauen und nicht fürs Autofahren, sondern wirklich zum Umziehen. Und man denkt so, ganz ehrlich, bei einem Ausdauerevent ist das Umziehen mein geringstes Problem. Da habe ich ganz andere Sorgen. Und da ist mir auch völlig wurscht, wer sich sonst umzieht. Da ist ich mir teilweise lieber, die Männer würden sich nicht umziehen, weil wenn die nackig sind, schauen die grauslich aus als blöd. Ich hätte keinen Mann, wenn der mich umzieht. Ja, aber da sind wir ja jetzt auch wieder im Body-Shaming. Es ist ja völlig egal, ob es einem gefällt oder nicht. Wenn derjenige das Bedürfnis hat, sich jetzt umzuziehen, dann soll er das können. Und wenn derjenige das Bedürfnis hat, sich unter den Handtuch umzuziehen, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich finde es traurig, wenn sich jemand dazu genötigt fühlt, von der Gesellschaft oder vom Kommentaren, sich umständlicherweise irgendwie dann ein Handtuch umzubinden, wegen der 2 Sekunden, die man dann vielleicht eine unbedeckte Rückenansicht sieht. Ja? Also ich will auch gar nicht verurteilen, wenn jemand solche Dinge nutzt. Ja? Also das ist ja nicht das Problem. Ich will nur verurteilen, wenn es hart kritisiert wird, wenn es jemand nicht nutzt. Also das ist eben der Unterschied. Ja, und ich wollte vorher schon sagen, Ich habe auf den, weil du vorher nach dem Trail aufgefragt, ich habe da schon Menschen schlimmere sehen, so Leute, die dann neben einem Trail aufs Klo gehen und du schaust ihnen gerade zu, wie sie aufs Klo gehen. Also ich finde, das ist Ausdauersport und gerade beim Ultralaufen, da ist das dann halt irgendwie einfach so, und ob es jetzt Männchen oder Weibchen ist, ist doch ziemlich. Das ist irgendwann ist der Wald weg und dann ist es halt so. Dann bist du halt irgendwo, das ist kein Busch und du musst trotzdem aufs Klo. Und dann schauen im Idealfall einfach alle weg. Ja. Sehe ich auch so. Deswegen war ich von diesem Thema an sich schon schwer irritiert, dass das wieder oder noch immer oder wieder vermehrt ein Thema überhaupt ist. Das ist das, was mich... Das irritiert mich auch. Und Gott sei Dank nicht persönlich, aber ich finde... Es ist gut, wenn sich viele Frauen, Männer, ja, einfach dazu äußern und sagen, hey, wir sehen das anders, weil das Problem ist ja, normalerweise äußern sich ja nur diejenigen, die sich aufregen, die sagen, hey, wir wollen das nicht, das ist total schlimm, ja. Die Themen, die mir bisher überhaupt gar nicht sauer aufgestoßen sind und die ich einfach für normal angesehen habe, die kommuniziere ich ja nicht. Ja. Ich sage ja nicht, hey, es ist normal, wenn du dich umziehst, wenn dein Leiberl nass ist im Sport. Ja. Fällt mir ja nicht explizit ein. Das ist eben genau das, was mich so irritiert dabei. Wobei dieses Body-Shaming, ich oft bemerke innerhalb desselben Geschlechts. Also, das hat man Frauen, ja jetzt bei euch auch gut gesehen. Dass eigentlich die Frauen Männer lieber gesehen werden als die Männer, was ja per se okay ist, aber darum geht es halt im Kontext des Umziehens. Richtig, wobei man muss ja dazu sagen, Männer sind einfach grundlegend schier. Es hilft halt nichts. Jetzt nicht irgendjemand spezieller, sondern so ganz im Allgemeinen. Und ich muss auch mir schon wichtig hier zu erwähnen, ich möchte vor allem den Peter schämen. Also die restlichen Männer sind mir da wurscht, aber beim Peter ist mir da schon wichtig, dass ich ihm das regelmäßig sage. Ich glaube, dir geht es da ein bisschen so um dieses Skulpturen und
Götzen ein bisschen beflecken, gell? Beschmutzen. Ja. Du wirst mir einfach von meinem Sockel, von dem Marmorsockelchen runterschmeißen. Ich will dich vor allem beschmutzen. Dessen Körper ist halt auch der Körper eines Menschs. Darum geht's dir. Genau. Gib's doch zu. Du hast mich durchschaut. Ich bin für dich wie ein nacktes Buch. Wie ein nacktes, offenes Buch. Nein, aber das ist tatsächlich oft so jetzt auch und innerhalb also Frauen zu Frauen, wo einfach Frauen sagen, na, das kann man ja oder das kann Frau ja nicht machen, das geziemt sich nicht, und man denkt sich so, aha, also pff, aber fällt euch das im Sport auf? Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich unter Sportlerinnen nicht so ich glaube innerhalb, also zwischen Sportlern und Sportlerinnen ist das wenigste Thema. Eher Zuschauer oder Zuschauerinnen, ja, zu Sportlern oder Nicht-Sportler zu Sportlern, ja, die einfach sagen, oh, schaut euch das an, also wie die Sport treiben, also ganz ehrlich, das ist so, das kann man ja nicht machen. Also, aber da ist halt auch ganz viel, eigentlich Neid oder Traurigkeit, dass man selbst nicht schafft, sich aufzuwarten, ja, den inneren Schweinehund zu überwinden mit dabei. Und dann kommt halt einfach die Abwertung. Und da kann man es, glaube ich, auch ganz gut, kriegt man ganz gut andere Menschen dazu, mit einzustimmen, wenn man sagt, na, schaut euch das an, nur weil sie so eine Figur haben, trauen sie sich da der halbe Nockert herumlaufen. Also und bei uns einer würde sie das ja nicht trauen. Es ist das Gleiche, wie wenn jemand auf Weltreise geht, weil er das gerade geil findet und er sich was nicht leisten kann oder weil er sein Lebensstil das hergibt oder was auch immer. Und die Leute sagen, also, dass der jetzt da 4 Monate nichts arbeiten und für die, nicht im die Zeit möchte er mal haben. Ja, und dann lange Haar auch noch dazu. Also wirklich. Der ist der Tattoos hat auch noch der Wüde. Der Wüde, genau. Also, aber dort ist es halt nicht so verbreitet. Und ja, ich glaube, das Thema Neid ist ich glaube, dass da machst du einen großen Bogen auf, weil das ist egal was, ist bei Geld, ist bei irgendwas, sobald irgendwas erreicht, das gerade bei uns in Österreich, ist da immer neidig. Und auch wie du schon gesagt hast, Andrina, dann ist halt, du hörst selber noch nur die am lautesten schreien, und das sind dann normalerweise die extremsten Meinungen haben. Die extremsten Meinungen haben. Entweder sie loben dich in den Himmel und du bist der Gott, oder du bist halt der letzte Dreck, weil du irgendwas irgendwie falsch machst. Und das ist auch das Hochloben manchmal, glaube ich, ziemlich viel Druck ausüben kann. Weil wenn jemand sagt, du schaust so toll, so und alles, du machst alles so super, ich glaube, da sind auch ganz viele Menschen dabei, die dann quasi sagen, okay, ich muss jetzt dieses Idealbild von mir, das die anderen sehen, muss ich jetzt aufrechterhalten. Und ich glaube, weder das eine noch das andere macht irgendeinen Sinn, sondern man sollte einfach jeden Tag in der Früh in den Spiegel schauen können und so denken, ja, hilft ja nichts. Putzt doch trotzdem nicht sein. Ja, das sind einfach so die Punkte, die, wenn man schon länger einerseits auf der Welt ist, aber auch schon länger in dem Sport ist, dass man das auch sich ausfindet, was einem eigentlich wichtig ist. Also ist einem das wichtig, dass man jetzt bei den Rennen gewinnt, damit ganz viele Leute sagen, wow, du hast gewonnen. Oder macht man sich bewusst, wann man eigentlich dieses Glücksgefühl erfährt? Also ist das überhaupt notwendig zu gewinnen? Was sind einfach die eigenen Ziele und was mit deinem Glücklichen im Endeffekt ist? Das Wichtigste. Beim Hochleistungssport ist es ja auch so, wir werden nicht reich davon. Ja? Also in wenigsten Sportarten verdienst du wirklich viel Geld direkt über den Sport. Also mir ist es schon der Beruf, halt einfach über andere Wege, eben auch mit Sportbiomechanik, Laufanalyse, Trainingsgruppe und so weiter. Das hängt alles zusammen. Ein Preisgewinn kannst du nicht leben oder in sehr, sehr guten Jahren leben. Und wie du sagst, also das macht halt natürlich schon einen gewissen Druck, wenn du halt mal sehr, sehr viel erreicht hast, ist nachher alles ein bisschen ein Abstieg. Und die Leute sehen das dann auch nicht so, warum das vielleicht so ist. Und
dass auch mal, wenn man schon mal im Podium war und dann nicht mehr im Podium ist, dass es vielleicht trotzdem ein gutes Rennen war. Und da muss man ein bisschen abhärten. Aber ich glaube, das ist bei Frauen genauso wie bei Männern. Also ich glaube, das ist auch einfach wieder sehr individuell, dass man sich überlegt, was ist einem wichtig. Und man lernt das auch mit den Jahren. Also ich glaube einfach mit 20 weiß man das gar nicht so genau. Und irgendwann findet man es halt für sich aus. Ich glaube auch, dass man es mit 20 auch noch gar nicht wissen muss. Ich glaube, du musst doch einfach mal die Erfahrung machen. Du musst doch mal ins Fettnäpfchen treten. Du musst doch mal ein bisschen zu extrem werden und Fehler machen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass das Fehler machen sehr verpönt ist und über die Stränge schlagen, jetzt nicht zwingend beim Trinken. Auch da vielleicht. Das gehört einfach dazu, dass du ein bisschen die Hörner aufstoßt und ein bisschen Unsinn machst einfach. Aber das wird gerade mit dem Social Media und so, jede Kleinigkeit wird dann jahrelang nachgetragen. Und dieses Nicht-Vergessen von Dingen ist einfach eklatant. Und keiner darf mehr Fehler machen. Alle sind allglatt. Schau der Politiker an, Sportler. Sportinterviews sind, Interviews generell, das wenn sie nicht so im Langformat sind wie hier im Laufenden Decken-Podcast natürlich, dann sind sie oftmals wertlos, weil da werden Phrasen gedroschen und das war's dann im Endeffekt, weil keiner mehr aus der Reihe tanzen darf. Ja. Und ich glaube, am wichtigsten ist wirklich, dass man seine intrinsische Motivation findet oder kennt und dann auch wirklich sagt, okay, deshalb mache ich das alles und das macht mich glücklich. Und ganz ehrlich, meistens ist es auch echt ziemlich wurscht, was sie alle anderen dazu denken. Absolut. Das sehe ich Also Anerkennung ist natürlich was Schönes, aber im Endeffekt das Glücksgefühl, dass man selber noch einen richtigen guten Wettkampf hat, das hat man mit sich selbst und das vielleicht auch sehr nahen Angehörigen, Freunden und alles andere ist dann so das Mittelfrischchen vielleicht, aber wenn es nicht kommt. Ja, vielleicht wechseln wir jetzt ein bisschen hartes Thema, aber was mich von vorhin eigentlich noch interessiert hat, wir sind dann leider zu sehr abgeschwiffen, dass ich das fragen konnte. Bei der Biomechanik jetzt, also das finde ich, das hat alles sehr, sehr einleuchtend gewirkt, was du so erzählst. Aber wenn ich jetzt zuhöre, hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie komme ich jetzt zu so wem wie dir, dass ich mir das alles mich da anschauen lassen kann, mich da beraten kann. Also das kann ich einfach Biomechaniker googeln und dann finde ich welche und dort kann ich hingehen oder wie? Naja, es kommt immer darauf an, welchen Fachbereich ich suche. Also wenn ich nach Laufanalysen suche, dann kann ich nach Laufanalysen googeln. Wenn ich Reichsbildung suche, dann googeln. Besonders sinnvoll ist es halt, wenn man schon so in einer gewissen Community ist mit Gleichgesinnten, dass man einfach auch mal umfragt und fragt, wie macht der das, wie macht der das, kennst du den? Weil die Webseiten sind alle super schön und so gestaltet, aber im Endeffekt zählt dann, was am Schluss rauskommt und in der Szene, also man kennt sich dann relativ schnell. Also am besten Trainer fragen, Bekannte fragen, einmal herumfragen, kennt irgendjemanden also quasi die analoge Google-Suche, also hallo, suche Bike Fit und Biomechanik, kennst du? Also Biomechanik ist halt eher der Oberbegriff der Wissenschaft, also Biomechanik ist so unspezifisch, wenn ich jetzt nach einer bestimmten Dienstleistung oder nach einer bestimmten Fragestellung suche. Wenn ich jetzt akut eine Verletzung, ein Problem habe, also ein Physiotherapeut arbeitet auch, wenn er gut ist, nach biomechanischen Grundsätzen. Ja? Also das ist ja nichts, was jetzt nur ein Berufsbild ausmacht, sondern das sind ja durchaus viele unterschiedliche Personen, die alle ihren Fachbereich haben, welche Spezialgebiete, die dann vielleicht im Idealfall sogar sich austauschen und zusammenarbeiten. Okay, weil das hat mich interessiert, ob es dann quasi den Biomechaniker geht, zu dem ich gehen muss, oder ob es dann quasi für die einzelnen Bereiche, so wie du sagst, Laufanalyse, okay, das war so die Frage, die sich mir geändert hat, weil sonst hätte ich mir da irgendwie nichts vorstellen als Zuhörer. Gut. Dann bist die Frage auch noch losgeworden. Ja, und was ich mir noch mitgenommen habe, ist, jeder Mann sollte ein bisschen die Frau in sich wecken und jede Frau ein bisschen den Mann. Das habe ich mir vom Krafttraining mitgenommen als Learning. Yoga versus Krafttraining. Und den Mann.
Ja, genau. Jetzt hast du schon den Peter in dir entdeckt, im letzten Jahr mit dem Training. Jetzt entdeckst du die Frau in dir auch noch. Kalter wenigstens 2% Flo. Nein, ich fasse Erinnerung. Das, nicht, dass es was Gutes wäre, aber zur Erinnerung. Ich fasse das zusammen, ich entdecke jetzt die Petra in mir. Go for it. Ich dokumentiere es mit Fotos. Yeah. Gut. Passt. Dann, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was dir auf der Zunge liegt, was wir noch nicht behandelt haben, aber unbedingt behandeln müssen, oder? Nein, soweit nicht. Also ihr habt euch sehr gut vorbereitet und die richtigen Fragen gestellt. sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also es gibt eben gewisse Unterschiede, statistisch gesehen, zwischen Mann und Frau, aber man muss sich immer wirklich jeden einzelnen Sportler genau anschauen, schauen, wo gibt es Potenzial, was ist gut umsetzbar, was macht mir den Spaß, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Auch dieses sich überlegen, welche Momente einen wirklich glücklich machen auch beim Sport, welche Wettkämpfe vielleicht einen wirklich glücklich machen, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, damit man eben langfristig diese intrinsische Motivation bewahrt, die einen dann auch wieder dazu bringt, gewisse Trainingsmethoden, die vielleicht nicht ganz oben auf der Favoritenliste stehen, aber sehr wichtig sind, dass man dann doch auch wirklich fokussiert wird. Ja, das fand ich auch dann einen spannenden Punkt, und da habe ich mir für mich sicher auch einiges mitgenommen. Peter, wenn du auch nichts mehr hast, dann super, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt super spannend, und servus. Bis bald. Bis bald. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Bye.